Juhu! Meine Lieben, ein weiteres Ründchen Rope Legacy. Genau, das Vermächtnis des Stricks. Denn den Strick hätte ich mir gern genommen nach dem letzten Part. Mir sind ein paar entscheidende Fehler aufgefallen und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Entweder konzentriere ich mich zu sehr auf kleinere Spielereien in-game oder ich bin einfach total grenzdebil. Eins von beiden. Und zwar, blende ich das jetzt noch ein, ich weiß es nicht, aber ihr könnt euch sicherlich entsinnen, gleich am Anfang vom vorherigen Part hatten wir einen Raum gefunden mit so einem Brunnen, der unsere MP und HP komplett aufgefüllt hätte. Den hätte ich doch nur nehmen müssen, ja? Den hätte ich nur nehmen müssen. Gut, im Nachhinein vom Video war ich beschäftigt, meine Tastatur zu zerbeißen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir starten einen neuen Versuch. Sir Jimmy hat eine gute Grundlage dafür gegeben, hat auch gut Geld gemacht. Und jetzt schauen wir uns an, was wir hier zur Auswahl haben. Ach so, eins noch. Dieser komische jodelnde Bengel, der da andauernd durch die Gegend geflogen ist, hat mich natürlich auch abgelenkt. So, wir haben jetzt Sir Charles, den Shinobi. Der ist ein bisschen gay und es ist dunkel. Denn Sir Glauber, den Magier. Und Sir Gordon, der barbarische König. Okay, wir sind so riesig. Wollen wir einfach mal machen, oder? Wir nehmen mal, oder? Ja, damit was anderes reinkommt. Wir nehmen mal Sir Gordon, den Riesen. Okay. Dann müssen wir uns wahrscheinlich jedes Mal bücken, dass wir da durch irgendeine Tür kommen. Barbar, warum Barbar? Weil er hat viel HP. Und viel HP ist meist immer okay. So, was haben wir denn jetzt hier alles an Rüstungsteilen? Wir haben einen Silberhelm, wir haben eine Silberchest, Silberlimbs. Den Silberumhang haben wir noch nicht. Auf was gehen wir? Bleiben wir beim Blut? Oder gehen wir ein bisschen auf Neid? Wir gehen mal auf komplett Neid. Weil ich denke, das Lutschen braucht der Barbar nicht. Hoffe ich zumindest, denn er ist ja total riesig. Oh nein, die wollte ich nehmen. So, und den und das Cape natürlich. Jetzt sollten wir mit dem Damage... da wir das ganze Nightset haben, haben wir jetzt plus 15% Critical Damage in your dreckiges Scheißface. Yeah. Okay, und ihr seht schon, 263 HP gehen doch voll klar. So, haben wir noch ein paar neue Runen. Wir haben Siphon, irgendwas Siphon, was war das? Siphon Runen, steals Mana from slain enemies, multiple... Okay, also desto mehr wir wegklatschen, desto mehr Mana bekommen wir. Gegner sind härter. Größere Belohnung. Okay, das klingt interessant. Aber für unseren Stand wahrscheinlich noch nicht so gut. Wir nehmen mal die Siphon-Rune mit. Dann können wir die magische Kraft aus den Gegnern rauspressen, rauslutschen, rausdrücken. Ja, das geht nur, wenn man den Gegnern einen Knoten im Hals macht. Und das können wir nur als Barbar, denn der Barbar ist kräftig genug. So, Equip haben wir erstmal. Auf die anderen Sachen, Ranger und Silver Sachen, gehe ich später nochmal ein, wenn wir das halbwegs komplett haben. Okay, was machen wir? Sharon brauchen wir nicht zu bestechen. Crit Chance up, Attack up. Wir machen mal ein bisschen bei Attack was, dass wir zumindest 30 Schaden machen, würde ich sagen. Gehen auch ein bisschen auf Mana. Ja, wir versuchen das mal ein bisschen gleich zu halten, HP und Mana. So, Magier machen wir später mal ein bisschen was. Na komm, wir gehen nochmal auf Schaden. 33 Schaden ist gut. Ha ja, gut. Ja, komm, machen wir noch 10 Gewicht, würde ich sagen. Und sehen eigentlich soweit ready aus. Unser aktuelles Level beträgt 30. Und wir heißen Sir Gordon. Ich hatte hier, glaube ich, auch schon mal Sir Gouda gelesen. Das wäre auch nicht schlecht. So, hier, du vollgeschissener Lappen. Nimm unser ganzes Geld. Und kauf dir mal Fleisch. Zum stärker werden. So. Und ich versuche mich dieses Mal
Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt glaubwürdig klingt, aber ich versuche einfach, ich muss schon lachen dabei, einfach dieses Mal ein bisschen konzentrierter daran zu gehen. Wir haben natürlich jetzt wieder einen Nachteil. Wir sind viel größer. Und das kann sein, dass wir uns an manchen Sachen, wenn wir uns dort verschätzen, uns die Birne stoßen. Und beim Barbar, ja, könnte das relativ hohl klingen. Aber das sollte uns jetzt nicht davon abhalten, hier ein bisschen Randale zu machen. Wir beenden das Schloss nicht nur und befreien es von Gegnern. Nein, wir nehmen hier alles auseinander. Na komm schon, Auge. Oh, Truhen. Truhen sind mir die liebsten. Ja. Ich glaube, Chongli oder Shinoa war von dem Volk, was in Fässern lebt. Da könnte unser Barbar natürlich nicht mehr mithalten. Dafür ist er einfach hat einfach zu viel Muscles. Wie es mit Strom im Kopfbereich aussieht, weiß ich allerdings nicht. Aber ich glaube, unser Barbar bildet hier die Ausnahme. Komm schon. Ich hab dich im Auge, mein Freund. Ha! Nimm meinen. Ah, du dreckiges. Habt ihr das gesehen? Das passiert immer wieder. Immer wieder passiert mir das, dass wir genau in irgendein Feuer stoßen. Was jetzt prozentual gesehen, wenn man das ganze Sichtfeld hier jetzt sieht, berechnet, wo wir hinfallen könnten, natürlich genau in diesen Feuerball reinfallen. Komm her, du Scheißbild. Ich hasse dich. Wir haben jetzt auch endlich mal ein komplettes Set, das Night Set. Das sieht ganz gescheit aus, das Night Set. Wir gehen mal hier unten in den Raum rein. Als Barbar ist es natürlich immer so, wir brauchen uns nicht so viel Gedanken zu machen, was die HP angeht. Gedanken schon, aber halt nicht so viel. Und 263 klingt ja nun schon anders wie... Was hatten wir mit Jimmy gehabt? 90? 60? 90? Irgendwie sowas. So, ich überlege gerade, ob wir riskieren, einfach irgendwo hin teleportiert zu werden. Wir machen es mal. Oh, 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 oh. Ja. Wir haben zwar Damage bekommen, aber das hat sich gelohnt. Ich hasse nämlich diese ekelhaften Pseudo-Feuerbälle. So, und jetzt ist die Frage, unten läuft irgendwas, wie wir hören. Ja, wie sollen wir das jetzt bitte... Wo läuft er? Das ist die Frage. Ach nein, das sind die! Oh, ich dachte, hier unten läuft noch jemand. Ja, zu solcher Situation einfach da drunter gehen. Und ihr seht, die Siphon-Rune besorgt uns pro Enemy, den wir... Das Leben ausquetschen, wollte ich gerade sagen. 2 MP. Gut, Forest gehen wir wie gewohnt als zweites hin. Das ist immer derselbe Ablauf, eigentlich. Nur können hier immer wieder andere Sachen, andere Gegner, andere Belohnungen kommen. Daher geben wir uns einfach auch immer zuerst das Castle, dann den Forest und dann mal den Tower, wenn wir irgendwann mal dazu kommen. Ich glaube, das ist jetzt die 8. oder 9. Folge. Und wir sind noch nie weiter wie Forest gekommen. Ja. Und das möge schon was heißen. Oh. Das ist ein etwas größerer Magier. Wir sehen, er hat 160 HP. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 Schläge. Was? Wow, was ist das? Entflammen! Er denkt sich auch, den zünd ich an, ha? Dein Problem ist nur, mein Kleiner, dass du ein bisschen zu langsam bist. So, Geld nehmen wir doch immer dankend an. Immer bedanken, sonst weisen uns die Schranken zu diversen Banken. So, das lassen wir offen. Diesmal gehe ich das richtig durch, Leute. Ihr könnt mir vertrauen. Vertraut Sir Gordon. Auch wenn ihr mir nicht vertrauen solltet, was verständlich wäre, traut einfach Sir Gordon. Denn der wird es den Gegnern hier besorgen. Hallo?
Ja, jetzt springe ich schon fast wieder in diese Scheißmurmel rein. Was bilden die sich eigentlich ein? Haben wir hier genug Platz? Das mag ich ja fast schon bezweifeln. Aber ich glaube schon. So, gut abgepasst, mein kleiner Gordon. Gordon will morden. Gib mir doch was zum Knüppeln hier, ich will auf irgendwas rumklappen. Wow! Was ist das? Infernite? Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Die etwas größeren Feuerbälle. Also die weißen sind so Kacklappen. Aber ich glaube, diese feurigen und diese roten, die können auch sofort brechen. Die haben so eine, ja, so eine Art Dash. So. Ja, das Dächen macht sich auch gut hervorragend, um zu bächen. Ja? Man kann vordächen und drauf rumbächen. Vielleicht auch ein paar Statuen zercrashen in dieser Session. Ja, Mann, ich bin der Reimer. Ja, und ich bin ein gemeiner Reimer. Ah, kein Stern geht hier mehr auf. Es gibt keine Sterne. Es gibt nur Verzweiflung. So, hier ist auch schon der erste Boss. Ja, das wäre auch ein Traum, hä? Den ersten Boss mal sehen. Ich gehe davon aus, dass viele, die das hier schauen, das Spiel kennen. Falls nicht, muss man auch sagen, dass der erste Boss wirklich, ja, man muss den Charakter gut beherrschen, beziehungsweise wie man ausweicht und alles sowas. Das muss man gut handeln können. Und da ist die Größe, die wir jetzt hier an den Tag legen mit dem Barbar, nicht sonderlich hilfreich für. Daher wüsste ich nicht, ob wir das riskieren sollten. Hallo, Ritti! Ha, da hast du nicht mitgerechnet, du siehst gar nichts durch dein hässliches Visier dort. Du kannst rote Augen haben, wie du willst. Am Ende strömt das rote Blut aus seinen hässlichen, komischen Eisenmetallgerüst, was du da anhast, diese Quetschkommode. Okay, das ist auch immer ein Zeichen, Teleporter, dass es hier zum nächsten Gebiet geht. Wow, hier allerdings nicht. Und mir ist aufgefallen, wir zaubern viel zu wenig, kann das sein? Ja, das kann sein. Aber ich will mir das auch ein bisschen aufheben, weil der Barbar hat halt nicht so viel magische Kräfte. Mama, also er hat nicht genug Mama. Und wenn denn so eine Situation kommt mit besiege alle Enemies, die wir nur mit dieser Axt übrigens erreichen können, zum Großteil, fehlt uns vielleicht nachher das Mana und das will ich jetzt nicht riskieren. Zumal sind wir auch noch gar nicht in Bedrängnis. Wow, okay, okay, Frosty. Okay. So, der Raum ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, was unten ist. Schauen wir mal. Ah, ja. Hässlichen Scheißbilder, oder? Oh Gott, wir kriegen ja eine, so eine Menge Mana, die wir gar nicht verbraten können. Und unseren Schrei, Radofuß oder so, wie das hieß, haben wir auch noch nicht eingesetzt. Warum nicht? Weil wir noch keine passende Situation haben, wo sich das lohnen würde. Wow, dich habe ich gar nicht gesehen, du hässliche Scheiß-Guardbox. Ah. Guardbox, sie gehört im Garten, aber nirgendwo anders hin. So, sehr schön. Na komm schon, komm schon, du Scheißhaufen. Wow. Ah, gut gehandelt. Ha. Ja, ich beherrsche meinen Charakter immer mehr. Da geht's schon wieder zum Tower. Okay. So, dann geht's jetzt wieder abwärts. Castle Hampson.
Oh. Ich habe beinahe diesen Goldsack vergessen. So. Ich bin Sir Gordon und ich muss morden. Und zwar gleich. Also sorgt dafür, dass ich hier irgendwas zum Erwürgen habe. Zum Wegschlitzen. Zum Abklatschen. Zum Wegschnitzeln. Ja, Sir Gordon, wir machen das schon. Ich weiß, du bist hier wahrscheinlich noch ein bisschen unterfordert. Aber das wird sich ganz schnell ändern. Ich weiß gar nicht, bis zu wie vielen Leveln das hier überhaupt geht. Oder ob es überhaupt eine Grenze gibt. Sofern ich weiß, ist das... Oh, ist das Spiel... Entwickelt sich, glaube ich, nicht mehr weiter. Weiß ich jetzt nicht. Schaue ich mal nach zum nächsten Part. Vielleicht kann ich dazu noch was sagen. Aber ich glaube, dass das Updaten von diesem Spiel auf Pause steht oder beziehungsweise echt nicht mehr gemacht wird. Was ich jedoch traurig finden würde, weil ich finde, das macht einen Riesenspaß. Natürlich macht es noch mehr Spaß, wenn ich euch damit ein bisschen unterhalten kann, auch meine crazy Kommentare dazu abgeben kann. Dann freue ich mich natürlich noch mehr, aber das Spiel an sich ist einfach mal irgendwie fesselnd. Ja. So, die Skype nehmen wir nicht. Die Sense, die können wir jetzt nicht brauchen. Unten ist eine Truhe. Ich höre schon wieder diese Guardboxen. Oh Mann. Ha! Diesmal nicht. Ich habe mit sowas Ähnliches schon gerechnet. Ihr kleinen Pisser. Ach, Frosty. Hm? Komm doch mal, mein Kleiner. Du musst ein bisschen mehr zulegen. Du siehst doch aus wie so ein halbes Hemd. Ja? Ess doch mal eine Portion Kellogg's Frosties. Und dann wirst auch du ein echter, wahrer Frosty. Hä? Oh Gott, jetzt springe ich genau in dem Moment. Moment, ich muss ja erstmal aufräumen. So, Gartenboxen. Ah. Wow, nice, geregelt. Tja, das ist Gordon. Sir Gordon von morgen. So, liegt hier noch irgendwas rum? Haben wir noch irgendwas rumkrebeln, rumliegen, stehen lassen? Nein, ich glaube nicht. So, ihr seht, unsere AP ist schon ganz gut geschrumpft. Dem werden wir Abhilfe schaffen. Moment, den Zehner nehme ich noch mit. Oh. Seht ihr, diese fliegenden Kugeln sind hier so ungünstig gesetzt, dass man hier das Gefühl hat, dass man da jedes Mal reinspringt, wenn man nicht aufpasst. So, okay, wir merken uns das mal. Hier rechts haben wir ein bisschen was zu essen jetzt mitgenommen. Hier wird es wohl, genau, zum Wald gehen. Schauen wir aber erstmal, wir haben noch ein paar Räume vergessen. So, Dubstep Teleport. So, nach unten geht's, ja? Hoffentlich geht's da nicht in den Dungeon. Ach, der schon wieder, wisst ihr noch? Der könnte allerdings einfacher werden. So, wir lassen uns jetzt mal drauf ein. Wir wissen, dass er mehrmals rumspringt. Da hilft uns das auch hier oben. Oh, okay. Das war schon besser. War aber allerdings auch kein kleiner Miniboss, glaube ich. Die hätten mehr ausgehalten. So, was willst du denn hier? Okay, das war die Seite. Jetzt haben wir nur noch zwei Räume. Über uns und rechts. Wir gehen erstmal über uns. Weil wir dann ja eh nach rechts zum Wald müssen. So, für den Wald sind wir auch gut getarnt. Wir haben hier ein blaues Cape. Ein blaues Lappenteil auf den Kopf. Ja, nee. Nix da. Wir geben hier diesmal alles in dem Part.
Natürlich kann man nicht alles richtig machen, aber man wächst pro Versuch. Wächst eigentlich, wächst die Erfahrung hinzu. Auch das Handeln von dem Charakter wird sich verbessern. Wow. Und ich bin mal gespannt, was wir noch so alles sehen werden. Wie gesagt, ich habe es ja damals, als ich es noch saumäßig aktiv dran geklebt habe, nicht wirklich weit gespielt. Warum, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber das ist mir schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Ja, genau! Wisst ihr, wenn wenigstens die Stacheln nicht wären? Okay, wir müssen das Muster mal abwarten. Die kommen aufeinander zu. Ah. Wann springen wir? Wow, nice! Haste-Rune für den Helm. Wir geben uns hier so viel Mühe und kriegen nur eine verdammt fucking Haste-Rune. Oh, da könnte ich... Boah, schreien vor Wut. Jetzt dasselbe Prinzip. Ja, das ist schon mal schief gelaufen. Aber interessiert uns jetzt nicht weiter. Ich sagte nicht, was kommt denn hier Schickes? Hallo. Nix da. So, die HP haben wir auch wieder drin. Geil, 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 geil. Okay, so, dann sind wir hier wirklich alles durch. Ja, sind wir. Und machen direkt beim Forest weiter. Ah, vergiss es. Ah, kommt schon. Ja, daneben, hä, ihr dreckigen kleinen Robenbisser. Vergiss es. Wir lernen stetig aus unseren Fehlern. Das glaube ich zumindest. Daher lassen wir dem keine Chance mehr. Ja, wollt ihr mich... Seht ihr die Truhen da unten? Okay, das drängt sie nur weg. Okay, wir gehen hier erstmal durch, dass wir hier erstmal aufräumen. Wie viel sind denn das? Oh, wir mussten jetzt flüchten. Aber wieso hat der uns jetzt getroffen? Okay, komm, wir plündern erstmal. Und nehmen uns noch Energie mit. Ah, das ist schwer. Wow. Kein Fehler, kein Fehler. Ich bin hier viel zu draufgängerig gerade. Oh Mann, viel zu draufgängerig. Wir müssen warten. Nein. Okay. Komm, du Mistvieh. Irgendein Nutzen sollte... es ja gehabt haben. So, wir damit die Energie mitgenommen. Der Schrei bringt auch nicht so wirklich was und ich vergesse jedes Mal, dass wir auch so eine Axt haben, die wir schmeißen können. So, komm, spring schon hoch, du Blub. Ja. Oh, oh, oh. Doch, das sind eine ganze Menge Blubs. Die kommen auch hier direkt hoch. Okay, ihr könnt ruhig kommen. Ich bin der Blub... Der Blubbecher. So, die zwei Truhen, die gönnen wir uns. Die haben wir verdient. Mit dieser HP-Einbuße hätte ich jetzt selbst nicht mal gerechnet. So, was haben wir hier? Geld geht klar. Und noch mehr Geld, das geht natürlich auch klar. So, und bevor wir jetzt irgendeinen Fehler machen... graben wir die Statuen ab, die wir stehen gelassen haben. Zumindest was die HP angeht. Und zwar alle. Hier. Weiß nicht, hier haben... Waren wir hier eben? Ich glaube, ja. So, hier... Ach, da waren wir doch auch schon. Auf jeden Fall alles abgrasen.
Das haben wir viel zu oft da waren wir auch schon. Viel zu oft vernachlässigt, wollte ich gerade sagen. Oder überhaupt immer vergessen. Damit ist jetzt Schluss. Achso, hier waren wir schon. Okay, so, wo geht's weiter? Hier waren wir, glaube ich, oder? Ja. Ja, doch, da waren wir. Im Nebenraum waren die Truhen. Hallo? Ah. Okay, was soll denn das? Soll das eine Falle darstellen? Ah, eine Falle, worauf wir nicht reinfallen. Ich dachte schon, uns trifft das jetzt. Theoretisch ja, praktisch nicht. Da hinten fliegt schon wieder der Bengel rum. So, hallo? Ah, die sind bestimmt Stacheln. Ah, zum Glück nicht. So, und hier... Ach, hier waren wir doch. Ja. So, okay, gehen wir erstmal unten lang. Ah, das lieb ich ja. Okay, dann schieß mal. Ja. Oh, fuck. Okay. Nein! Fuck, was hab ich getan? Ich dachte, ich schaff's doch noch. Sir Gordon,